Das Casino, das sich internationaler Finanzmarkt nennt, hat seinen Spielbetrieb wieder voll aufgenommen. Die Regierungschefs der G20-Staaten haben beschlossen, ihnen unbegrenzt Boni weiter zu erlauben, haben verabredet, dass keine Maßnahmen ergriffen werden vor dem Jahr 2012. Das waren also die ganzen Sprüche wert, die von CDU und SPD gemacht worden sind, nachdem die Masse der Bevölkerung voll getroffen ist von den Lasten dieser Krise und ihnen die Rechnung erst nach dem Wahltag vollends präsentiert werden wird. Schon heute finden junge Leute keinen Job mehr in Deutschland. Wir kreieren gerade eine Generation der Chancenlosen, die von der Arbeitslosigkeit am härtesten betroffen sind. Aber die Banker sahen schon wieder ab, die Kugel rollt wieder und alle Sprüche aller Parteien waren nichts wert. Die einzige Partei, die sich gegen diesen Finanzmarktkapitalismus aufgestellt hat, ist die Linke. Sie stark zu machen, das würde den Spielbetrieb einschränken.